Also, Mermut Jerome, ihr kennt mich, ich muss ja Deutsch sprechen, weil Romme, das könnt ihr ja nicht, das ist ja klar. Passt auf. Erstens, waren wir auf die Feier, habt ihr gesagt, es ist keine öffentliche Feier, habt aber Geld genommen, weiß ich nicht wieso, vielleicht habt ihr keins, ich gebe euch nochmal gerne Geld, ist kein Problem. Dann habt ihr gesagt, wir haben gekokst, dann habt ihr gesagt, wir haben abgeblickt getanzt, weiß ich nicht, erst stoßt ihr mit uns an und dann haut ihr uns mit 20, 30 Mann, schämt ihr euch nicht? Ja. Was für Knechtsmanieren oder Moden habt ihr? Die Männer waren doch vor uns ja nicht in den Händen. Sechs haben wir ja von euch geholt, euch immer noch. Mann, sind die? Gibt es das nicht? Wenn ihr Männer seid, jetzt geht nicht, jetzt habe ich hier gewonnen, wenn ihr Männer seid, Cesco, Tyler, oder Levinho, Cesco, sein Vater, den wollte mein Onkel, das ist ja der ältere, das ist ja der, wo er mich reingetreten hat und über mich einen Stuhl geschmissen hat. Ihr wart keine Männer. Ihr habt es nicht mit 30 Mann geschafft, uns auf den Boden zu halten. Und einzig schafft ihr es auch nicht, weil ihr alle Fotzen seid. Ob alt oder jung, die da drin auf uns eingetreten hat. Ihr seid alle Fotzen, ob alt oder jung. Die, wo raus waren, die meine ich nicht. Ja. Nur die, die in uns eingetreten haben und uns geschlagen haben. Ihr seid alles Fotzen. Wenn ihr euch nicht alle stellt, nicht nur Cesco und sein Vater, habe ich gehört. Wir wollen alle haben. Alle, die drinnen waren. Alle, die uns eingetreten. Wenn nicht, frisst ihr das, was ganz neu wie abgelegt hat. Ich hatte 4 Frauen. Das frisst ihr auch alle. Ob alt oder jung. Ganz einfach. Jetzt habt ihr das gehört. Stellt euch.